der heißeste Ort der Erde. Klaffende Risse in der Erdkruste lassen das Land immer tiefer unter den Meeresspiegel sinken. In dieser unwirtlichen Gegend hat das Leben kaum eine Chance. Doch hier ragen auch einige von Afrikas höchsten Bergen auf. In luftiger Höhe schaffen sie eine Oase für Tierarten, die zu den ungewöhnlichsten und anpassungsfähigsten der Welt zählen. Dies ist ein Land der Extreme. Das ist Äthiopien. Äthiopien, ohne Zugang zum Meer und von 5 Ländern umgeben, gehört zu den vergessenen Landstrichen Ostafrikas. Scheinbar leblose Wüsten bergen loderndes Feuer. Und himmelstürmende Berge schaffen ein Paradies aus Schluchten und steilen Gipfeln, wo es von Leben nur so wimmelt. Diese fruchtbare Natur bietet Lebensraum für eine ganze Reihe hochspezialisierter Jäger, die hier einzigartige Überlebensstrategien entwickelt und perfektioniert haben. Seit fast 4000 Jahren leben in Teilen dieses Gebirges tief religiöse Menschen. Außerdem ist das Hochland Zufluchtsort für eine der seltensten Primatenarten Afrikas. Die Gelada Paviane sind die letzte überlebende Art einer großen Gruppe grasfressender Affen, die einst in ganz Afrika verbreitet war. Das Aussterben ihrer Vorfahren begann vor 1 Million Jahren mit der Klimaerwärmung in Afrika, durch die essbare Gräser nur noch in Höhenlagen wuchsen. Die Geladas zogen entweder dem Futter hinterher oder verhungerten. Doch weil sich auch der Mensch im fruchtbaren Hochland ausbreitet, steht selbst Äthiopiens Geladas vielleicht bald der finale Überlebenskampf bevor. Trotz des reichen Nahrungsangebots ihrer Gebirgsheimat könnten die Tage der Geladas gezählt sein. Vor 75 Millionen Jahren schob Magma aus dem Erdkern eine riesige, 800 Kilometer breite Kuppe alten Felsgesteins nach oben und ließ das äthiopische Hochland entstehen. Am Ende riss die tektonische Platte unterhalb der gewaltigen Gebirgsformation auf und driftete auseinander. Es entstand eine Kette vulkanischer Herde entlang des sogenannten Großen Grabenbruchs. Heute, 30 Millionen Jahre danach, reißt die Erdkruste an Äthiopiens Grabenbruch noch immer auf, um 1,5 Zentimeter pro Jahr. Gleichzeitig senkt sich das Land ab. Die Danakil-Wüste oder Senke liegt derzeit 100 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit einer der tiefsten Punkte der Erde. Außerdem ist die Danakil-Wüste der heißeste Ort der Welt.
Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 34 Grad Celsius, wobei die Quecksilbersäule oft über 50 Grad Celsius steigt. Mit nur 200 mm Niederschlag jährlich ist Regen eine Seltenheit. Heiße Schwefelquellen treten aus. Aufgeheizt von kochender Lava aus den Tiefen der Erde. An Mondlandschaften erinnernde Schlote stoßen Dampf aus. Rund um die Danakil-Senke erstrecken sich 1200 Quadratkilometer Salzwüste. In die Senke fließendes mineralreiches Wasser verdunstet und zurück bleibt das Salz. Im Laufe der Jahrtausende entstanden so Salzkrusten, die an einigen Stellen über 2 Kilometer dick sind. Über dieser lebensfeindlichen Tiefebene ragt der Erta-Aale auf. Ein Vulkan, in dessen Caldera sich der einzige aktive Lavasee der Welt befindet. Dieser See aus geschmolzenem Fels hat einen Durchmesser von über 1/2 Kilometer. Erta-Aale bietet uns heute einen Einblick in die gewaltigen Kräfte, die einst riesige Felsmassen emporhoben und Äthiopiens einzigartiges Hochland schufen. Das Dach von Afrika. Es erhebt sich 4500 Meter über der Danakil-Senke. Diese Gebirgsregion bildet das größte zusammenhängende Gebiet dieser Höhe in ganz Afrika. Nur an wenigen Stellen fällt es unter 1500 Meter ab. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt hier 7-mal höher als in der kargen Ebene. Im Gegensatz zur öden Danakil-Wüste findet man auf den höchsten Gipfeln dieser gemäßigten, grasbewachsenen Berge auch Eis und Schnee. Die Nachttemperaturen fallen oft unter den Gefrierpunkt. Trotz der abendlichen Kälte bietet das äthiopische Simien-Gebirge einem der ungewöhnlichsten Weidetiere Afrikas ideale Lebensbedingungen. Im Gegensatz zu den meisten Affen ernährt sich der Gelada vorwiegend von Gras. Weil so eine Handvoll grüner Halme nur wenig Energie liefert, verbringen Gelada 60% ihrer Wachzeit damit, auf den Ebenen zu weiden. Mit ihren ungewöhnlich breiten Backenzähnen mahlen sie die Nährstoffe aus den Halmen heraus. Gegessen wird im Sitzen. Gegenüberstellbare Daumen und ein kurzer Zeigefinger sorgen für einen präzisen Pinzettengriff, der perfekt geeignet ist, um das Gras dicht über der Wurzel abzupflücken. Bei Herden mit bis zu 600 Tieren sind die Grasflächen des Hochlands innerhalb kürzester Zeit abgeweidet. Geladas sind die einzigen Primaten mit diesem rosafarbenen, sandurförmigen Hautfleck auf der Brust.
Er verleiht ihnen nicht nur ein unverwechselbares Aussehen, sondern hat auch eine wichtige Funktion. Bei anderen Pavianarten zeigen die Weibchen durch die Färbung ihres Hinterteils ihre Paarungsbereitschaft an. Weil die Geladas jedoch so viel Zeit im Sitzen verbringen, färbt sich ihr Brustfleck leuchtend rot und wirft Blasen, wenn sie fruchtbar werden. Nach dem Frühstück gibt es nichts Schöneres zum Entspannen, als sich gegenseitig zu lausen. Dieses ausgewachsene Gelada-Männchen ist etwa so groß wie ein Schäferhund. Es ist das Oberhaupt seines Harems, der aus einem Dutzend Weibchen und ihren Jungen besteht. Obwohl das Lausen auch den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe festigt, sollte sich dieses Alpha-Tier wohl doch lieber selbst den Rücken kratzen, statt sein Glück vergeblich bei den Weibchen zu suchen. Obwohl er eindeutig der Boss ist, sind es die Frauen, die in der Gruppe das Sagen haben. Sie bestimmen, wohin gegangen und wann gegessen wird und wann es Zeit ist, ihren Leitbullen zu ersetzen. Allein lebende Männchen streifen um die Herde herum und lauern auf Zeichen der Schwäche. Außerdem versuchen sie, die Blicke der Weibchen auf sich zu ziehen. Dieses Alpha-Tier wird sich vielleicht bald beweisen müssen. Wenn die Nacht hereinbricht, verbirgt sich die Herde in den schützenden Höhlen in der Felswand. Ihr dichtes, zottiges Fellkleid schützt sie zwar vor der kalten Nachtluft, hat den scharfen Zähnen des berüchtigsten nächtlichen Jägers in diesem Gebirge aber nur wenig entgegenzusetzen. Vor über 2000 Jahren hinterließ der Mensch nur 50 Kilometer nördlich von hier in Aksum seine Spuren. Diese Obelisken ragen über den Gräbern von Äthiopiens einstigen Königen auf. Sie wählten diese Region vor 3000 Jahren als politisches und religiöses Zentrum. Diese aus Granit gehauenen Denkmäler, von denen einige über 30 Meter hoch sind, galten als Himmelsleitern. In der gleichen Gebirgsregion liegt eine Reihe von Höhlen im Fels verborgen. Jahrhundertelang waren sie das Ziel für tausende unerschrockener Pilger.
Diese direkt in den Felsen gehauene christlich-orthodoxe Kirche ist nur eine von fast 100 ähnlichen, die hoch oben auf diesen senkrecht abfallenden Felsen thronen. Die mit mittelalterlichen Fresken geschmückten heiligen Stätten ermöglichten es Gruppen von Gläubigen über Tausende von Jahren, sich zum friedlichen Gebet und zu geistlichen Ritualen zu versammeln. Die im 4. Jahrhundert nach Christus von einem schiffbrüchigen Christen gegründete orthodoxe Kirche Äthiopiens ist eine der ältesten christlichen Kirchen der Welt. Während die Bergpriester immer höher strebten, begab sich eine andere Gruppe von Menschen in die Niederungen und nahm dafür noch größere physische Strapazen in Kauf. In Äthiopiens öder Danakil-Senke wirkt dieser Anblick bei flimmernden 50 Grad Hitze zunächst wie eine Fata Morgana. Doch dies ist keine Sinnestäuschung. Es sind die Afar. Einer der widerstandsfähigsten Volksstämme der Welt. Jahrhundertelang beherrschten die Afar die Danakil-Wüste, früher einer der wenigen Handelswege aus und nach Afrika. Diese Hirtennomaden gehörten zu den mächtigsten und widerstandsfähigsten Stämmen des Kontinents. Sie stellten nicht nur die Kamelkarawanen für den Transport von Waren zur Verfügung, sie hüteten auch Äthiopiens weißes Gold, das Salz. Dieses Grundnahrungsmittel war früher so wertvoll, dass es 1:1 gegen das Gold aus dem Süden des Kontinents getauscht wurde. Unter diesem trockenen, öden Boden liegt ein schier endloser und stetig größer werdender Vorrat. Obwohl Salz heutzutage finanziell nicht mehr ganz so einträglich ist, bewachen und verteidigen die Afar ihr Territorium dennoch eisern. Die Salzernte ist eine Gemeinschaftsarbeit, die sich in drei Abschnitte gliedert. Die Brecher hacken die Salzschichten auf und heben sie ab, bevor die Maurer die Salzblöcke formen. Das ist eine hohe Kunst. Die Blöcke sind praktisch identisch in ihrer Form. Packer und Verlader sorgen dann dafür, dass die Blöcke sicher befestigt und ausbalanciert auf den Kamelrücken landen. Jedes Tier kann bis zu 24 Blöcke tragen, eine Last von ca. 170 Kilogramm. Die Afar wechseln häufig ihre Abbauorte. Die durch das Abtragen der Salzblöcke entstandenen Löcher füllen sich rasch mit Salzwasser. Die intensive Sonneneinstrahlung lässt die Flüssigkeit verdunsten, sodass Schichten frischer Salzkristalle zurückbleiben. So füllt sich der abgeerntete Bereich immer wieder auf. Sobald die Kamele voll beladen sind, setzt sich der Zug mit 50 Tieren zu seinem zweiwöchigen Marsch in das gemäßigte Hochland in Bewegung. Am Ende wird das Salz auf den Märkten in der Gebirgsregion verkauft. So wie sich dieses wackere Volk in der Wüste seinen Lebensunterhalt buchstäblich zusammenkratzt, sehen sich auch die Geladas im Hochland harten Prüfungen ausgesetzt.
Diese Gruppe alleinstehender Gelada-Männchen plant einen Angriff. Das Alpha-Tier des Harems erkennt, dass es schnell handeln muss, um seine wertvollen Weibchen zu schützen und sich ihres Rückhalts zu versichern. Durch Zurückklappen seiner extrem elastischen Oberlippe über die Nase entblößt er fast 10 cm lange Eckzähne. Die Botschaft an die potenziellen Angreifer ist klar: Kehrt um oder ich greife an. Doch einen der Junggesellen scheint die Drohung nicht zu beeindrucken. Er bleibt stehen. Dem Alpha-Tier des Harems bleibt nichts anderes übrig. Es greift an. Doch diesmal hat das Haremsoberhaupt seinen Meister gefunden. Es wird vom Jäger zum Gejagten und muss fliehen. In einem Anflug von verletztem Stolz versucht es, zur Gruppe zurückzukehren. Doch der Kampf ist noch nicht vorüber. Der siegreiche Junggeselle fordert sein Recht ein. Aber es zeigt sich, dass der Sieg über das Alpha-Männchen nur die halbe Miete ist. Denn bei den Geladas bestimmen die Weibchen die sozialen Regeln. Der Junggeselle zieht sich den geballten Zorn der Frauen zu. Sie schlagen sich eindeutig auf die Seite ihres Anführers. Auch wenn das Alpha-Tier heute noch den Rückhalt seiner Weibchen genießt, wird es nicht mehr lange dauern, bis es ihre Gunst verliert und sich der Harem einen neuen Herausforderer auswählt, der es auf die Spitzenposition abgesehen hat. In diesen dicht mit Gras bewachsenen Bergen kommt es glücklicherweise nur selten zu Kämpfen aus Nahrungskonkurrenz. Und doch hat in jüngster Zeit noch ein anderes Lebewesen den fruchtbaren Boden des Hochlands für sich entdeckt. In den unteren Abschnitten dieses Gebirges züchten amharische Bauern ein Getreide, das so alt ist wie die Berge. Teff. Aus diesem unscheinbaren Urweizen wurden Getreidesorten wie die Hirse gezüchtet und er ist aus der amharischen Gesellschaft nicht wegzudenken. Teffsamen sind so klein, dass eine Handvoll davon für ein ganzes Feld ausreicht. Während die Männer die terrassierten Felder bebauen, backen die Frauen aus dem Mehl dieses Getreides große, ledrige Pfannkuchen. Diese als Injera bekannten Fladenbrote sind eine äthiopische Spezialität. Teff wird zu Pulver zermahlen und dann mit Wasser, Hefe und einer kleinen Menge Blüten vermengt. Die auf der heißen Eisenpfanne oder Mitat aufliegende Unterseite wird dabei völlig glatt, während winzige Bläschen an der Oberseite hunderte von Miniaturkratern bilden. Diese poröse Oberfläche macht Injera zum idealen Brot, um Soßen und andere traditionelle Gerichte damit aufzutunken. Geladas und Amhara liefern sich einen ständigen territorialen Wettstreit und zwischendurch kommen sich die Gebirgsbewohner unangenehm nahe. Musik.
Das Getreide dieses Bauern wäre eine leichte Beute für eine hungrige Meute von Weidetieren. Kein noch so hoher Zaun könnte die flinken Kletterer abhalten. Das Teff auf diesen Feldern ist eine wichtige Einnahmequelle, also müssen die Bauern ihr Land verteidigen. Den Halt auf den steilen Felsen zu verlieren, kann schlimme Folgen haben. Ein Leben auf höchster Ebene bietet viele Vorteile. Aber wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Mit der Morgenthermik erhebt sich eine düstere Silhouette kreisend in die Lüfte. Die Ankunft dieser Totengräber der Berge beweist, dass einer der Bergaffen den Tod gefunden hat. Mit über einem Meter Höhe gehört der Ohrengeier zu den größten Aasfressern der Region. Vor allen anderen Vögeln ist er an der Futterstelle. Der Kadaver ist bereits fast aufgefressen, als weitere Interessenten Wind von der Mahlzeit bekommen. Zuletzt geben sogar die Dickschnabelraben auf, als die nackten Knochen das Ende des Festmahls einläuten. Doch für einen der Räuber der Lüfte fängt das Bankett erst mit dem blanken Gerippe an. Der Lämmergeier ist einzigartig. Mit einer Flügelspannweite von rund 3 Metern gehört er zu den größten Raubvögeln der Erde. Außerdem ist er das einzige Lebewesen, das sich vorwiegend von Knochen ernährt. Dank des hohen Säuregehalts in seinem Magen kann er ganze Knochen über Nacht verdauen. Doch auch für diesen Riesen gibt es Grenzen, was die Größe der Portionen angeht. Aber dennoch gilt für den Lämmergeier, je größer der Knochen, umso besser. Deshalb hat er eine bemerkenswerte Taktik entwickelt, um solche überdimensionalen Brocken zu verzehren. Aus 200 Metern Höhe lässt er den Knochen fallen. Dieses Ritual des Knochenbrechens wird bis zu 30 Mal wiederholt, bis die Bruchstücke klein genug für den Verzehr sind.
Südlich des Hochlands, im äthiopischen Omo-Tal, lebt ein Vogel, der zur Futtersuche einen ganz besonderen Trick bereithält. Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Bei jedem Sprung von Baum zu Baum verkündet er mit einer Abfolge schriller Rufe seinen neuen Standort. Schließlich erreicht der Vogel sein Ziel und die Jäger umzingeln ihn. Aber genau das hat der große Honiganzeiger auch beabsichtigt. Die Männer vom Stamm der Suri suchen etwas ganz Bestimmtes und der Vogel hat sie direkt dorthin geführt. Doch zwischen dem Trio der Verfolger und ihrer Beute stehen noch mehrere hundert stechwütige Bienen. Um ihnen aus dem Weg zu gehen, nutzen die Jäger eine Geheimwaffe aus grauer Vorzeit. Wenn die Bienen spüren, dass ihr Stock angegriffen wird, setzen sie ein Pheromon frei, das als Signalstoff wirkt. Dieser führt dazu, dass sich der ganze Schwarm sofort auf den Eindringling stürzt. Der Jäger bläst Rauch in den Stock. Das betäubt nicht nur die Signalrezeptoren der Bienen, es sorgt auch dafür, dass sie sich instinktiv mit Honig vollsaugen. Dieser Nahrungsreflex resultiert aus der Angst, den Bienenstock wegen eines Feuers umsiedeln zu müssen. Der Honigkonsum hat beruhigende Wirkung und macht sie weniger stechwütig. Sobald der Honig gesammelt ist, müssen die Stammesangehörigen noch den letzten Teil ihrer Mission erledigen. Nach über einer halben Stunde geduldigen Wartens erhält auch der Honiganzeiger endlich seinen Anteil. Honiganzeiger gehören zu den wenigen Vögeln, die über spezielle Enzyme zur Verdauung von Bienenwachs verfügen. Neben der einen oder anderen Insektenlarve bildet Bienenwachs die Hauptnahrung dieser Spezies. Ohne die Hilfe dieser Jäger oder anderer Tiere auf Honigsuche käme der Vogel nicht an das Bienenwachs heran, das tief im hohlen Baumstamm verborgen ist. Würden die Stammesangehörigen ihren Helfer nicht belohnen, könnte dieser, so warnt die Legende, sie nächstes Mal aus Rache zu einem lauernden Löwen oder einer Giftschlange führen. Neben dem Sammeln von Honig hält sich das Volk der Suri große Viehherden und andere Tiere. Diese fruchtbaren Weideflächen entlang des Omo-Flusses verfügen über ein mildes Klima mit starken Regenfällen. Perfekt für die Aufzucht von Kühen, die für die Suri ein wichtiges Statussymbol sind. Die Kühe liefern nicht nur Milch. In der Trockenzeit spenden sie auch ein weiteres proteinreiches, durstlöschendes Getränk. Einer der Jugendlichen des Stammes zielt und durchbohrt den Hals der Kuh mit einem kleinen Einstich. Rund 2 Liter Blut werden einmal monatlich von jedem Tier gesammelt. Jede Schale wird sofort ausgetrunken, bevor der Inhalt gerinnt. Die Suri essen ihre Kühe nur selten und töten sie lediglich als Opfertiere zu ganz besonderen Anlässen. Das Ansehen der Männer wächst mit der Anzahl ihrer Kühe und bereits 8-Jährige kümmern sich um ihre eigenen Kälber. Durchschnittlich besitzt ein Mann an die 40 Kühe. Und auch das ist nur ein weiterer Anreiz. Die Männer dürfen erst heiraten, wenn sie 60 besitzen.
Die Suri-Frauen gehören zu den Äthiopierinnen mit den markantesten Stammesmerkmalen. Diesen jungen Mädchen wurden erst vor kurzem die Unterlippen durchbohrt. Das Loch wird mit einem Holzpflock offen gehalten, bis die Wunde verheilt. Im Laufe der nächsten Monate werden immer größere Pflöcke hineingetrieben. Wie weit die Mädchen ihre Lippen dehnen, entscheiden sie selbst. Doch je größer der Tonteller in ihrer Lippe ist, umso attraktiver sind sie für einen zukünftigen Ehemann. Es ist nicht genau bekannt, wozu die Lippenteller ursprünglich dienten. Manche glauben, man habe damit die Sklavenhändler vom Verkauf der Frauen abhalten wollen. Doch für die Männer im Dorf sind sie ein Schönheitsattribut. Je größer der Lippenteller, umso mehr Kühe müssen als Brautpreis bezahlt werden. Das Omo-Tal bietet nicht nur die ideale Umgebung für die Landwirtschaft, sondern auch noch eine weitere Einnahmequelle für die Suri. Diese nahen Flüsse bergen ein luxuriöses Erbe aus Äthiopiens vulkanischer Vergangenheit. Neben Honig wird auch das aus den Flüssen gewaschene Gold auf den Markt gebracht und an die Menschen aus dem Hochland verkauft, unter anderem an die Teff-züchtenden Amhara. Auf den unteren Gebirgshügeln ist Markttag. Salz aus der Danakil-Senke wird über das Händlernetzwerk der AFA angeliefert. Die amharischen Frauen bieten ihr Teff-Getreide an Käufer aus nah und fern. Das Warenangebot ist schier endlos. Während diese jungen Oromo-Männer über den Preis des Steinsalzes verhandeln, ist ein anderes Stammesmitglied auf der Suche nach einem ungewöhnlicheren Produkt. Wenn der Markt allmählich schließt, wechselt das Geld für eine besonders geschätzte Ware in der Oromo-Gesellschaft den Besitzer. Nicht nur Teffkörner werden aus dem Hochland der Amhara hierher transportiert. Kopfputze aus Gelada-Mähnen sind ein wichtiges Merkmal der Stammesidentität der Oromo. Früher waren die meisten Oromo nomadische Bauern. Doch ihre berittenen Soldaten verbreiteten Furcht und Schrecken unter den Äthiopiern, als sie vor rund 500 Jahren von Kenia aus nach Norden zogen. Mit an die 30 Millionen Angehörigen sind die Oromo die größte ethnische Gruppe im Land. Heftige Auseinandersetzungen zwischen den herrschenden Amharern und anderen Stämmen findet man in bestimmten Regionen noch immer. Freund von Feind zu unterscheiden, kann überlebenswichtig sein. Stammessymbole sind daher immer noch wichtige Erkennungsmerkmale zwischen den Gruppen. Für die Oromo-Krieger ist das Tragen von Gelada-Pavianmähnen ein Zeichen für Macht und Unabhängigkeit. Doch für die Geladas bedeutet das Mähnentragen leider nur, dass einer ihrer Artgenossen sterben musste.
Das Hochland ist die letzte Zuflucht für dieses einst weit verbreitete, ausdrucksstarke Tier. Die Klimaerwärmung bringt es mit sich, dass die Amhara in immer größerer Höhe Getreide anbauen können. Damit werden sie zur zunehmenden Konkurrenz für diese sanften Weidetiere. Den grasfressenden Geladas bleiben noch etwa 1000 Meter Höhendifferenz übrig, bevor sie von diesen Berghügeln vertrieben werden. Äthiopien ist ein Land der Extreme. Einerseits nimmt die Natur Leben, andererseits bietet sie reichlich Nahrung. So entsteht ein verborgenes Paradies für seltene afrikanische Tiere. Durch den Klimawandel nimmt die Nahrungskonkurrenz zu. Für die einzigartigen Bewohner Äthiopiens geht der Überlebenskampf weiter. Morgen streifen wir durch den zweitgrößten Regenwald der Erde, im Kongo-Becken. Und gleich fördern wir ein kleines Nugget zutage. Laurel und Hardys Abenteuer um eine Goldmine. Viel Vergnügen!